Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin gerade aufgestanden und ich bin noch so halb in Schlaf. Mein Sohnemann ist heute auch bei mir, denn heute Vormittag arbeitet meine Frau, das heißt ich habe ihn dabei. Wie ihr hören könnt, schreit er schon Papa, der will jetzt duschen. Ich habe jetzt geduscht, den Kleinen auch. Er ist angezogen, ich bin angezogen. Und nun würde ich sagen, gehen wir einkaufen. Denn die nächsten Tage wird ein kleines Experiment starten. Und zwar werde ich versuchen, eine Woche vegan zu leben. Und dafür gehen wir jetzt einkaufen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Einkaufen und der Kleine freut sich schon richtig, weil wir jetzt mit dem Bus fahren werden. Ja, ich bin jetzt da. Jetzt ist die Frage, wo die vegane Abteilung ist, weil anscheinend haben wir eine richtig vegane Abteilung. Ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht. Das Zeug ist jetzt nicht teurer als das normale Zeug, was nicht vegan ist. Ich habe jetzt 21 Euro für den ganzen Spaß bezahlt. Das finde ich voll okay, weil es wirklich nicht wenig ist, was ich jetzt gekauft habe. Und dann gehen wir noch Gemüse kaufen. Einkauf ist soweit durch. Jetzt geht's nach Hause. Ich bin jetzt zu Hause angekommen und dann würde ich sagen, gehen wir mal durch, was ich gekauft habe. Zucchini, die möchte ich panieren und abbraten. Dann Avocados, die esse ich grundsätzlich gerne. Und diesen Rosenkohl, kann man auch recht gut machen. Dann habe ich mir einen Joghurt fürs Frühstück geholt. Und die zwei Dinge, also dieses Faschierte und dieses Bullet Chunk, da bin ich echt relativ skeptisch, ob das schmeckt, aber das probieren wir mal aus. Dann Tomaten-Basilikum-Aufstrich ist auch fürs Frühstück. Hafermilch aus Milchersatz. Erbsen, Bulgur und von grünen Erbsen noch Nudeln und Orangen. Das war's soweit. Ich muss ja gestehen, im Grunde ist diese ganze vegane Geschichte für mich nicht so schwer, weil ich habe ja eine Ausbildung in der Gastronomie und da hat man in der Berufsschule halt Ernährungswissenschaften und dadurch tue ich mich da relativ leicht. Und jetzt frühstücke ich erstmal, obwohl es schon 11 ist, aber ich esse eigentlich nie vor 3 Nachmittag. Ich muss ehrlich gestehen, Soja-Joghurt ist jetzt nicht meins. Falls ihr eine bessere Alternative habt, schreibt mir es unten in die Kommentare. Und ja, wäre definitiv cool, denn ich liebe einfach Joghurt und das ist für mich so das Frühstück. Das gehört einfach dazu. Nun muss ich mich vorbereiten, denn ich habe einen Termin und wir sehen uns dann einfach nach dem Termin. Ja Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Jetzt wird erstmal gekocht, denn ich habe mega den Kohldampf. Also, eins steht fest, wenn ich jetzt schon koche, mache ich gleich ein Kochvideo mit. Dann brauche ich morgen keins mehr drehen. Ja Leute, das Essen ist soweit gekocht. Und jetzt würde ich sagen, esse ich mal. Das Essen ist jetzt zu Ende. Es war lecker. Kartoffeln, Kürbis brauche ich nicht viel dazu sagen. Ist einfach eins meiner Favorite Essen. Und ja, der Fleischersatz, da muss ich echt sagen, bin positiv überrascht. Ist sehr ähnlich wie Fleisch. Das Einzige, was dieses war mir ein Ticken zu scharf. Das heißt, das nächste Mal nicht mehr so scharf. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Heute wird nur noch wieder geschnitten, sonst passiert nicht mehr viel. Deshalb möchte ich mich hiermit verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.